sehr gern zum Mond fliegen, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich auch wieder auf die Erde zurückkommen kann. Also ein One-Way-Ticket wäre mir nicht recht. Warum ich hinfliegen würde, weil ich den Mond für einen absolut faszinierenden Himmelskörper halte und weil dort meine Lieblingsobjekte, die Meteoriten-Impact-Krater, so gut zu untersuchen sind. Unbedingt möchte ich mal auf den Mond fliegen, weil ich glaube, der Blick vom Mond auf die Erde ist eine ganz neue Perspektive. Ja, ich würde auf jeden Fall zum Mond fliegen, weil es nicht so weit sind, nur 2 Tagesreisen. Und außerdem würde ich gerne ausprobieren, wie es ist, bei 1/6 Schwerkraft mich auf der Mondoberfläche zu bewegen. Ich wäre der prädestinierte Astronaut, tatsächlich sogar nach einer NASA-Studie, denn die Hauptprobleme, die die Astronauten in der Anfangszeit der Raumfahrt hatten, war die Ernährung. Sie waren tatsächlich 50-60% mit der Ernährung und der Ausscheidung beschäftigt. Ich habe alles dabei, ich brauche ein paar Flaschen Mineralwasser, das wird recycelt und alles wäre gut. Warum denn? Weil ich gern festen Boden unter den Füßen habe. Ich bin auch kein begeisterter Flieger oder Bootsfahrer. Selbstverständlich jederzeit, ja, weil ich die Welt verlassen will. Nicht, weil es mir da nicht gefallen wird, aber das noch spannender ist, die Welt einmal von außen zu sehen. Genauso wie der Rassi Schweiger das heute geschildert hat. Das muss absolut Wahnsinn sein, wenn man da drüber fährt über den Mond und da hinten taucht die Welt auf. Ich glaube, es ist wirklich, obwohl man so viele Bilder gesehen hat davon, sowas von unvorstellbar, was es bedeutet, die Erde von außen zu sehen. Auf jeden Fall würde ich das gern machen. Das ist meine älteste Erinnerung als Fernsehkonsument. Also es war mein ganz tiefes Erlebnis für mich, hat vielleicht auch meine Karriere als Astrophysiker irgendwie getriggert. Und das würde ich gern live erleben, selbst erleben, auf jeden Fall. Von der Idee her würde ich wahnsinnig gern zum Mond fliegen. Einfach auch, weil das Interessante ist, sozusagen vom Mond aus auf die Erde zu schauen. Das ist etwas, das kann man eben nur von dort aus erleben. Zögern würde ich natürlich, weil es mit Risiko verbunden ist und ich zu wenig darüber weiß, was man da alles machen muss. Aber natürlich, die Sehnsucht ist da. Ich würde gerne in den Weltraum, aber sozusagen als inverses Planetarium, dass ich aus dem Weltall einmal auf die Erde runterschaue, die ja doch unser Schicksal ist. Würde ich schon sehr, sehr gerne, aber ich glaube, dass die G-Belastung unheimlich extrem ist. Auch im Wurstelbrater stößt man da schon ein bisschen an Grenzen, wenn man mit den argen Geräten fährt, aber ich glaube, das Wunderbarste ist dann wirklich der Blick auf die Erde. Also das muss ein unheimlich erhabenes Gefühl sein. Also deshalb würde ich sehr, sehr gerne zum Mond mal fliegen.